Der Cerro Neblina im Süden des Guyana-Hochlandes, an der Grenze zwischen Venezuela und Brasilien, ist besonders isoliert und unzugänglich. Das Hochplateau wird von hügeligen Hochlandwiesen dominiert und ist mit Bonetzia-Gestrüpp und Nebelwald durchsetzt. Cerro Neblina bedeutet sowohl auf Portugiesisch als auch auf Spanisch Berg des Nebels, denn er ist meistens in dichte Wolken gehüllt. It's big. It is. Neuere Untersuchungen ergaben, dass Drosera meristocaulis in dieser Region eine Anomalität ist, da sie nur eine sehr entfernte Verwandtschaft zu allen anderen Sonnentauarten Südamerikas aufweist. DNA-Analysen, durchgeführt von Fernando Rivadavia, weisen deutlich auf eine Verwandtschaft mit den in Australien verbreiteten Zwergsonnentau hin. Diese Interpretation unterstützt die Theorie der Existenz eines gemeinsamen Vorfahren, der in Guyana angekommen sein muss, zumindest bevor Südamerika von Australien getrennt wurde. Also bevor der südamerikanische Kontinent sich vom Urkontinent Gondwana löste und vor der Anhebung und der daraus resultierenden Isolation des Guyana-Hochlandes. Wegen einer Vielzahl von Gründen, die Stuart McPherson 2008 vorstellte, kann es als sehr unwahrscheinlich, wenn nicht gar als unmöglich betrachtet werden, dass Drosera meristocaulis erst nach der Anhebung des Guyana-Hochlandes auf dem Gipfel des Cerro Neblina ankam. Eine alternative Verbreitung in neuerer Zeit, zum Beispiel durch Windströmungen, kann daher wohl vernachlässigt werden. Obwohl die Tepuis keine Dinosaurier beherbergen, wie von viktorianischen Naturgeschichtlern vermutet wurde, erweist sich doch als wahr, dass zumindest einige Pflanzen- und Tierarten aus jener Zeit an diesen evolutionären Zufluchtsorten überlebten. Über das Verbreitungsgebiet von Heliamphora neblinae ist wegen der extremen Abgeschiedenheit und Unzugänglichkeit des Gebiets immer noch wenig bekannt. Der Typusstandort liegt in den regennassen Tälern im Nordwesten des Neblina-Bereichs, grob geschätzt in etwa 1750 bis 1850 Meter Höhe. Ziemliche Konfusion umgibt diese Art, denn bei den meisten in Kultur als Heliamphora neblinae bezeichneten Pflanzen handelt es sich in Wirklichkeit um Heliamphora tatai. Diese Spezies unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von anderen, besonders durch ihre Tendenz, aufliegend kriechende Stämme von bis zu 70 cm Länge auszubilden, dank derer sie über Felsen wächst, um neue Bereiche zu kolonisieren.